und willkommen zu einem neuen Video und heute reden wir darüber, die Neuerungen auf Social Media. Ja, wenn du hier zukünftig nichts mehr verpassen möchtest, klick auf die Glocke, abonniere uns und dann wirst du immer sofort benachrichtigt, sobald ein neues Video online kommt. Okay Maria, du als unser Social Media Experte, ja, was hat sich überhaupt geändert? Ja, genau heute vor einer Woche, also wir haben heute den 3. Juli 2020, hat es eine Neuerung bei Instagram gegeben. Das bedeutet, die Oberfläche hat sich komplett geändert, also das komplette Design in der App an sich und Instagram Reels. Was ist Instagram Reels? Ja, na Franziska, Instagram Reels, was ist das denn? Naja, also Instagram versucht sich natürlich auch immer wieder zu modernisieren und natürlich auch auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und Instagram passt sich so ein bisschen diesem Trend an von TikTok, ja, Videofrequenzen zusammenzuschneiden oder auch lustige Videos zu drehen. Und das ist jetzt eben das Instagram Reels letztendlich möglich. Das heißt, man kann hier einfach ähnliche Videos drehen wie TikTok und so bleibt natürlich Instagram auch modern. Ja, Maria, was hat sich jetzt für dein Business denn auf Instagram verändert? Ja, definitiv die Reichweite. Also gerade bei solchen neuen Funktionen, ob das jetzt irgendwie YouTube ist, Instagram, Facebook etc., ja, Social-Media-Kanälen, gerade diese Neuerungen werden am Anfang immer extrem gepusht. Das bedeutet mit einer gewissen Reichweite, alles, was du sozusagen vor einer Woche oder vor ein paar Monaten gemacht hast, funktioniert jetzt überhaupt nicht mehr. Alles ist anders. Und was wir zum Beispiel auch festgestellt haben, dass zum Beispiel auch, wenn du zum Beispiel bezahlte Werbung, also Ads schaltest, ja, auf Instagram, Facebook, was ja auch viele schon ausprobiert haben, habt ihr vielleicht auch schon festgestellt, dass ständig sich auch in diesem Werbeanzeigen-Messenger, wo man diese Anzeigen schaltet, ständig irgendwelche Funktionen, irgendwelche Schalter, irgendwelche Buttons verändern. Es ist teilweise sogar wöchentlich von Facebook. Die Wörter werden geändert, die Buttons, die Anordnung, alles ist anders und du schaltest sozusagen von einer Woche auf die andere Werbung und auf einmal ist der Button wieder woanders. Und es ist natürlich schon ein Problem, weil letztendlich schaltest du Werbung und es geht auf dein Portemonnaie und du schaltest falsch. Ja, was ist denn die Gefahr an solchen Neuerungen, ständige Neuerungen? Na, für dein Unternehmen auf jeden Fall, dass du dich nicht auf Strategien verlassen kannst, die halt letztendlich vor ein paar Wochen gemacht worden sind. Also wenn du deine Weisheiten aus irgendwelchen Büchern oder Webinaren ziehst, wo immer wieder dasselbe gepredigt wirst, kriegst du dann letztendlich diese Erneuerungen gar nicht mit und bist auch nicht up to date und kannst natürlich so auch nicht die Funktionen, die gerade gehypt sind oder auch von der Reichweite her letztendlich gefördert werden, auch gar nicht nutzen. Das heißt natürlich, du bist immer hinten dran, du machst Dinge, die veraltet sind, es funktioniert nicht, du bekommst keine Kunden über Social Media, du wirst gar nicht mehr in deine Community ausgespielt und das ist die Gefahr dabei. Absolut. Was wir zum Beispiel auch festgestellt haben, dass viele sich zum Beispiel auch irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda von Freunden drauf verlassen haben und es sind irgendwelche total veralteten Strategien vor ein paar Monaten, die jetzt nicht mehr funktionieren. Also wir als Business-Experten können definitiv sagen, du kannst nicht alles wissen, du kannst dich nicht in allem auskennen, oder? Nee. Und das ist auch, du brauchst dich dafür auch nicht schämen, aber was ganz wichtig ist... Naja, viele sind ja in der Generation X, ja, Generation X ist natürlich super technisch affin, aber es gibt ja auch eine Generation nach X, ja, die haben auch Kosmetikstudios, sind auch Make-up-Artisten, ab einer gewissen Altersgruppe, vielleicht auch ab 30 aufwärts, ja. Da gab es doch kein Instagram, die meisten kennen sich damit ja nicht aus, woher sollst du auch? Ja. Natürlich mit solchen technischen Spielereien gut zurechtzukommen, darüber Kunden zu gewinnen, das auch für dich zu nutzen, ja, weil man muss es nutzen, es ist aktuell, ja. Es ist heutzutage so. Ja. Damit musst du letztendlich dich erst auseinandersetzen und das kannst du auch nicht alles wissen, woher auch. Du bist ja nicht allwissend. Naja, am Ende des Tages ist letztendlich wichtig, dass du über solche modernen Plattformen wie Instagram, Facebook Kunden gewinnst, Jobanfragen hast, ja, und viele, bei vielen funktioniert es halt einfach nicht. Die posten die ganze Zeit und es passiert halt nichts. Ja. Verschwenden Zeit vor allen Dingen. Ne? Und wir haben zum Beispiel unseren Kunden einfach gezeigt, wie man mit wenig Zeit effektiv sehr viele Kundenanfragen kriegt. Und das sollte doch das Ziel sein, oder? Ja, Anna-Franziska, was ist denn das Fazit dieses Videos? Verschwende keine Zeit, nutze Social Media für dein Business und wenn du nicht weiter weißt, lass dir bitte helfen. Wenn du auch Unterstützung brauchst auf Social Media, dich nicht richtig auskennst oder noch gar keine Kunden darüber gewinnst, dann musst du dich auf jeden Fall bei uns bewerben, anmelden für ein kostenloses Strategiegespräch. Du findest den Link hier unter dem Video und wir sind natürlich auch auf Social Media, Instagram zu vertreten. Also folge uns sehr gerne, freuen uns auf dich und sehen uns dann in einem nächsten Video nächste Woche. Bis dann, tschüss!